Hallihallo, hallöch, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück in Nerim. Wir sind hier gerade noch vor Erotin, sind jetzt auf dem Weg in das Kloster, was in der Nähe von Kabaed liegt, nachdem Melvin uns das noch als letzten Auftrag gegeben hat, bevor er abgeknüpft worden ist. Ich bin immer noch traurig, deswegen. Wegen mehr so Melvin. Naja. Ich hoffe jedenfalls, dass Kim noch überlebt hat und dass wir Kim irgendwann wieder treffen. Frage ist nur, wo? Ich meine, ins Sanktum. Das ist ja jetzt auch zerstört, soweit ich es weiß. Und ich weiß nicht, ob er irgendwas von dem Kloster weiß, wo wir jetzt hin müssen. Naja, schauen wir mal. Irgendwie wird das schon klappen, dass wir ihn wiedersehen. Immer wieder schön, so random Blutspuren zu sehen auf dem Boden. Das macht so einen überaus freundlichen Eindruck. Welche Richtung muss ich jetzt? Ja, dort. In die Richtung, ne? Weil ich könnte dann auch südlich gehen und dann so mich rumschlängeln, aber Melvin hat gesagt, zuerst nach Kabaed und dann runter. Also werde ich mich mal daran halten. Ah ja, da war ja diese schöne Vogelscheuche. Ich erinnere mich. Schmetterling oder Libelle? Libelle. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Ihr gehört aber nicht hierher. Okay. Das Kabaed.
jetzt muss ich hier runter, ne? Ja. Ich wäre auch ganz froh, wenn mir wirklich nur ein paar Rehe begegnen, die vor mir weglaufen. Nicht irgendwelche Gegner. Oh. Ich bin sehr. Gegen den kann ich aber einigermaßen bestehen. Das ist in Ordnung. Oh, Stufe 3 Fragezeichen. Welche Richtung? Die Richtung. Ja? Ja. Der Wolf? Der Wolf. Nordwolf. Mana-Blüte. Ah, die sieht schön aus. Ah, oh, es schneit. Es schneit. Wie wundervoll. Ich mag ja auch so gerne Schnee. In Anführungsstrichen. Oh Gott. Ach, es ist nur ein Wolf.
So, jetzt muss ich irgendwie wieder auf den Weg zurück. Richtigen Weg. Ja. Da hinten ist eine Spinne. Ja oder nein? Probier's, ja oder nein? Ich speicher. Und dann schauen wir mal. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann cool. Spidey. Ah! Du kannst Frostzauber. Interessant. Nordspinne. Erfahrungspunkte, sehr schön. Oh Gott, du siehst jetzt ganz schön zerstört aus. als wenn ich aus Gold bestehen würde. Also so langsam gewöhne ich mich an die Spinnen. Aber auch nur, wenn ich sie vorher sehe. Wenn sie mich aus dem Nix eingreifen, dann sind sie immer noch dramatisch. Aber so geht das. Hier muss ich die Abzweigung nehmen. Ist das ein Plünderer oder ein Händler? Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Schleichen und Schützer. Nee, sucht euch in Ruhe was aus. Wir können Tauschhandel machen. Vorschlagen. Was hast du denn? Du hast nichts bis auf Pfeile. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hier das Kloster? Also ich sollte ihm auf jeden Fall langsam näher kommen. Boah, da geht's ganz schön weit runter. Ich habe das Bergkloster erreicht. Hallo? Aus welchem Grund wollt ihr das Kloster betreten? Sprecht rasch. Ich muss zu Callisto, Mersol schickt mich. Oh, Mersol sagt ihr.
Nun gut, da ihr wisst, dass sich Callisto hier aufhält, scheint ihr ja auf unserer Seite zu sein. Folgt mir und macht keine Dummheiten. Das ist aber schon ganz schön zutraulich, wenn ich ein Spion wäre, der einfach nur die richtigen Namen kennen würde. Du bist zurück. Kim! Du bist hier. Unglaublich. Du hast es tatsächlich geschafft. Nach so langer Zeit. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Und nun stehst du vor mir. So lebendig wie eh und je. Ich kann es gar nicht fassen. Ah, ich freue mich. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Danke. Oh, und du siehst ja so erschöpft aus. War der Weg hierher anstrengend für dich? Ach, was frage ich denn? Man sieht es dir ja an. Weißt du, Arkt hat mich hierher gebracht. Ich weiß nicht, was er genau getan hat. Aber plötzlich war ich hier und du warst woanders. Ich wusste nicht wo. Und alle hier waren natürlich furchtbar misstrauisch, bis sie mir endlich geglaubt haben, was ich ihnen über Mersul erzählt habe. Vor allem dieser Callisto. Er ist mir irgendwie nicht geheuer. Er ist so aufbrausend und scheint so genervt von allem. Aber du wirst ihn ja sicherlich gleich kennenlernen. Könnt ihr jetzt weitergehen? Ich darf nicht zu lange dem Tor fernbleiben. Oh, ist ja gut. Lieber. Wir können uns ja später noch sprechen. Oh. Ich muss mich bei Arkt bedanken dafür. Mein Herr, hier will euch jemand sprechen. Mich sprechen? Ja. Ich hoffe, dieser jemand hat einen guten Grund. Kennen wir uns vielleicht irgendwo her? Nein. Es scheint mir nicht so. Ihr seid mir neu. Nun, und so zerrissen und erschöpft, wie ihr ausseht, müsste der Wache einen guten Grund dargelegt haben, dass sie euch hereingelassen hat. Wie lautet er? Mersul schickt mich. Mersul? Nun, vielleicht kenne ich diesen Namen. Gibt es denn eine Nachricht, die ihr mir überbringen sollt? Dann sprecht. Mersul ist tot. Was? Was habt ihr gerade gesagt? Habt ihr gesagt, er ist tot? Tot? Wisst ihr überhaupt, was ihr da von euch gebt? Er kann doch nicht einfach tot sein. Das geht nicht. Unmöglich. Nun gut. Es trifft mich nicht völlig unerwartet. Ich habe seinen Tod gespürt. Ja, gespürt, als wäre es ein Stich in mein eigenes Herz gewesen. Aber sagt, wer hat das getan? Wer war dazu fähig? Nein, schweigt besser. Ich weiß es auch so. Es kann nur Baratheon gewesen sein. Nur er ist mächtig genug, um Mersul die Stirn zu bieten. Baratheon. Nun ist er nicht mehr eine bloße Gefahr für den Orden. Nun ist er unser Feind. Und da ich nun wohl das neue Oberhaupt des Ordens bin, obliegt mir auch die ehrenvolle Aufgabe, dieses verräterische Hurenkind endgültig daran zu hindern, uns weiter zu bekämpfen. Zwar ist unser Ziel eine Herrschaft der Menschen, doch wie es aussieht, muss dafür zuerst ein menschlicher Herrscher sein Blut lassen. Ich würde es ja Ironie des Schicksals nennen, wenn ich nicht wüsste, wie furchtbar unironisch das Schicksal ist. Sei es drum. Trotz aller Rückschläge, die wir in jüngster Zeit erleiden mussten, sind die Umstände momentan sehr günstig, um einen erfolgreichen Schlag gegen Baratheon zu führen. Das Nordreich befindet sich im Krieg gegen ihn. Und wer einen Krieg nicht zu seinen Gunsten ausnutzt, der... Nun ja, es wäre jedenfalls Arktum. Ihr und dieser Kim werdet ab jetzt mir unterstehen und uns hier im Kloster unterstützen. Wir sind auf jeden Magier angewiesen, da leider nicht mehr allzu viele übrig sind. Herr, vor dem Kloster sind Baratheons Soldaten. Ha! Und ich wette, sie sind euch heimlich gefolgt. Schnell raus. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Anscheinend haben einige Soldaten den Weg zum Kloster gefunden. Sie dürfen auf keinen Fall dieses Versteck des Ordens preisgeben.
was? Na, warte. Ich soll mich heilen, ich soll mich heilen, ich soll mich heilen, ich soll mich heilen. Kim, bist du unverletzt? Das waren alle. Hoffe ich. Ich denke, ihr habt gesehen, wozu Unvorsichtigkeit führen kann. Die Soldaten sind euch gefolgt. Aber es scheint ja nochmal alles gut gegangen zu sein. Für diesen Moment jedenfalls. Kommt mit zurück in mein Zimmer. Ihr und Kim. Kann ich alles verkaufen? Ich weiß, ich kann eine Stufe aufsteigen. Mache ich auch gleich. So, da, da, so, da, da, so, da, da. Level aufsteigen! Buh, buh! Errungenschaft freigeschaltet. Magie Rang 3. Oh, kann ich jetzt Sachen von... Yeah! Da-da-da, wo ist die Blitzheilung? Gib mir die Blitzheilung. Rang 3. Lebensenergie wiederherstellen, 64 Punkte an sich selbst. Oh. Der Angriff wurde zurückgeschlagen. Kalisto möchte nur mit Kim und mir etwas besprechen. Kann ich die nehmen? Kann ich nehmen. Perfekt. Nun, dieser Kampf eben hat deutlich genug gezeigt, dass wir keine, absolut keine Zeit zu verlieren haben. Was getan werden muss, das müssen wir jetzt erledigen. Oder wir können die kümmerlichen Scherben unseres Scheiterns in Baratheons Folterkeller zusammenfegen. Wir werden unsere Kräfte aufteilen. Kim geht zurück ins Mittelreich, um Sand in das Getriebe von Baratheons Herrschaft zu streuen. Wenn wir die Bauern vor der Stadt für unsere Sache gewinnen können, setzen wir ihn gewaltig unter Druck. Neben diesem Kümmelgreis von Kanzler ist es die Suche nach Narazul Aranteal, worauf wir uns konzentrieren müssen. Dieser Aufgabe werdet ihr euch ab jetzt widmen. Also hört zu. Südlich von hier liegen die Ruinen der Stadt Treomar. Als Aranteal sich auf den Krieg gegen die Götter vorbereitete, hielt er sich dort versteckt. Die Stadt gewährte ihm Unterschlupf. Als dann der Krieg begann und Aranteal gefangen genommen wurde, machten die Götter die komplette Stadt dem Erdboden gleich, bloß um zu demonstrieren, was passiert, wenn man sich gegen sie stellt. Dieses Ereignis ist nur eine weitere Bestätigung dafür, dass die Ziele unseres Ordens gerechte Ziele sind. In Treomar gab es eine große Bibliothek unter der Erde. In ihr wurde alles dokumentiert, was sich zu dieser Zeit im Land abspielte. Und ich bin mir sicher, dass es auch Vermerke zu Aranteals Verbleib gibt, die noch verfasst wurden, bevor die Stadt zerstört wurde. Ich werde Treomar auf eurer Karte eintragen. Der Weg dorthin führt durch sehr gefährliches Terrain. Ihr seid also besser auf der Hut. Der Eingang zur Bibliothek befindet sich irgendwo im Südosten der Stadt. Und nun macht euch auf. Erstmal gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Sucht euch in Ruhe was aus.
Bis zum nächsten Mal. Jetzt werden wir schon wieder getrennt. Sehr schade. Denkst du nicht auch? Ja. Ich werde dich bestimmt vermissen. Hoffentlich geht alles gut. Dass dir bloß nichts zustößt. Hörst du? Komm bitte gesund wieder. Dann müssen wir jetzt wohl los. Geh du ruhig schon. Ich muss noch mit Callisto besprechen, was genau ich da unten machen soll. Natürlich werde ich dich nicht vergessen. Jetzt werden wir schon wieder getrennt. Ich werde dich bestimmt vermissen. Ich vermisse dich jetzt auch schon. Menno, können wir nicht was zusammen machen oder so? Kalim? Kalim? Wenn ihr Heilmittel und... Ein Mila. Schaut euch um. Was hab ich? Das kann sich gebrauchen. Das auch. Das auch. Ja. 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 Danke. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ich die einfach so mitnehmen kann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, stimmt, ist eine rote Hand. Habe ich Kopfgeld? Ja. Verdammt. Magisches Symbol. Das ist ich. 9 von 100 erst. Hm. Hat er noch nicht gespeichert. Ja, da war ich dann schon. Hier schon Kopfgeld. Ja, aber nur 200. Okay. Jetzt werden wir schon... Ich werde dich bestimmt... Ja, das habt ihr richtig gesehen. Ich bin ein Eterner. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, meine Kraft dem Orden zu geben und dabei zu helfen, dass Narazul Arantheal wieder zurückkehrt. Okay. Konstantin? Konstantin? Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Ob sein voller Name vielleicht Konstantin Funkenschlag ist? Chemie und Illusionswaren. Was hier ist ein Dom?
Malfas Kapelle. Seine Feinde werden in den Feuern der Rechtschaffenheit brennen, unbarmherzig, bodenlos und für alle Ewigkeit. Ja. Eispranke. Ich will keinen Seid ihr gekommen? Das ist eigentlich das, was wir haben will. Schaut euch um. Bis zum nächsten Mal. Knoblauch, okay. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Ah, perfekt. Aber gerne doch. Gut, ich bringe... Wo muss ich eigentlich hin? Da, nach Trio mal direkt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Seid ihr gekommen? Ich hätte schon Lust vor, mein Kopfgeld loszuwerden, bevor ich irgendeine andere Mission mache.
Wir haben einen richtigen Weg. Ja. Oh. Der ist ein Kobold. So gut, dass der Zaubersprung nicht. Dann bleiben wir mal lieber bei der Wohltat. Eigentlich egal, welche Richtung ich gehe. Entweder hier und dann nördlich oder dann andere Seite. Das ist gehopst wie gesprungen, ne? Den Weg. Mal sehen, ob das ein Fehler war. Was ist das denn? Freund oder Feind? Geisterpferd. Neutral.
Festung mit schwere Rüstung, Lebensenergie am Leben widerstehen. Was sind Schattenstiefel? Einfach nur leichte Rüstung, ne? Spinne! Schwarze Witwe. Also für eine schwarze Witwe ist ganz schön behaart. Was greift mich an? Frag mich, was das für Viecher sind. Ich traue mich aber ehrlich gesagt noch nicht hin. Okay, ich muss sagen, dass der kopflose Zombie echt lustig aussieht. Was bist du? Höhere Skelette, okay. Ha!
muss ich hin? Da hin, ne? Ja. Sieht so cool aus mit dem leuchtenden Stein. Gleich bin ich da, gleich bin ich da. Frag mich, wenn ich einen Tag warte, ob der Regen dann aufhört. Ja. Okay, okay. Wir scheinen da zu sein. Dann werde ich mal in der nächsten Folge die Ruine ein bisschen erkunden. Bis dahin wünsche ich euch ein noch was Schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Bye-bye.